Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Und wir kommen zu einer Mannschaft, die wir sehr gut in den Prognosen bisher spielen konnten. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil draußen kommt ein Gewitter und ich habe da noch einige Aufgaben zu tun. Und gerade den Computer kann man ja nicht so anlassen bei Gewitter. Es war jedenfalls, glaube ich, gerade ein Blitz, den ich im Augenwinkel wahrgenommen habe. Wie gesagt, Kopfhörer auf, höre ich das nicht so gut. Könnte aber sein, dass meine Augen mir nur einen Blitz vorgespielt haben, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir haben uns eben in der Deutschlandpartie schon recht gut ablenken lassen von Fliegen und sonst wen. Und das wollen wir jetzt einfach besser machen, weil wir hier mit Holland können wir vor allen Dingen mit Robben immer richtig gut aussehen. Ich glaube, die ist nicht im Kader dabei. Perez, ja, Belgien leider rausgeflogen gegen Argentinien gestern, aber trotzdem super Turnier gespielt, gibt mir den Van Persie doch eher. Mal gucken, wer sich jetzt hier durchsetzen wird, wird auf jeden Fall spannend. De Guzman, Robben, na, mit dem Kopf durch die Wand klappt nicht, weil Mascherano da ist. Da muss ich eher Zugriff auf den haben. Messi scheitert an De Jong, der ja eigentlich schon... Ey! 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 Der hat doch De Jong vorher gelegt. Das kann doch nicht wahr sein. Dadurch entsteht hier wieder eine Chance für die. Wenn ich wieder keinen Zugriff auf die Spieler bekomme, Torwart, du hast den noch. Sonst weiß ich dir die Eier ab. Da ist einer relativ... Und wenn wir den durchlaufen können, können wir nicht, schade. War ein Versuch wert. Heute dürft ihr von mir spielerisch eh nichts erwarten. Diejenigen, die den Deutschland-Part, der dürfte dann gestern schon rausgekommen sein. Stimmt. Spiele sind ja an zwei unterschiedlichen Tagen, was ich ein bisschen Murks finde, könnte. Abseits. Aha, hat aber wirklich geblitzt, deswegen muss ich mich hier echt beeilen. Aber ich kann das Spiel nicht schneller machen, als es ist. Wieso passt du nicht da unten hin? Oh, fuck you. Mann, also heute definitiv kein Elfmeterschießen. Das kann ich mir zeitlich nicht leisten. Van Persie, du stehst im Abseits, da kann man dich nicht anspielen, aber ich sag's dir einfach nicht. Ja, du scheiße bist, Mann. Ah, krieg ich echt Aggressionen heute hier. Spiel den Ball! So, hat der Argentinier den Ball? Ich versteh's nicht. Ich laufe mit meinem Niederländer da durch und plötzlich hat der Argentinier den Ball. Das ist super süßer. Dranbleiben, dranbleiben. Ja, dann machen die Mittelfeldspieler nicht mit. Traum. In die Blind. Kein Abseits. Oh, nimm den Ball doch eher. Schon voll vergeben, weil du Pfosten den Ball nicht eher annehmen. Jetzt könnte ein Van Persie den Ball nicht eher annehmen. Ich krieg da hier noch echt Plack. FIFA will mich an solchen Tagen echt trollen. Ich glaube, FIFA weiß ganz gut Bescheid, wenn ich einen schlechten Tag habe. Und dann denkt sich das, ha, dem seinen Tag mache ich noch schlechter. Ach Mann. Ah, ich stopp dir wieder ab zu laufen. Ah. Da musst du enger ran. Schon wieder ein Blitz. Komm schon ran da, der junge Mann. Du musst da den Körper dafür haben. Das war auch ein Foul. Hallo FIFA, du darfst auch mal für mich pfeifen. Ein Tick zu lang. Ah, Mann, Mann, Mann. So. Danke. Das
Schneider von Percy, jetzt ist er doch vorbei. Komm, schön gemacht, jetzt haben wir es drauf. Mit drauf meine ich aufs Tor, Herr Jan Matt. Und FIFA betitelt sowas als Mittelfeldspieler. Das ist das Geilste. Messi, den man gegen Belgien nur durch Fouls gesehen hat. Abseits. Mann, da sieht ein Blinder mit Krückstock, dass der 7 Meter im Abseits steht. Ach. Ich spiele aber auch teilweise eine Scheiße zusammen, egal ob der Ball dahin sollte oder nicht. Jawohl, das war mal gut. Ah, dann kriegt er den zweiten Ball nicht. Es ist zum Heulen. Naja, bei so einem Abschluss brauchst du keine Angst haben. Komm, Tempo. Hat Jan mal wieder zu lang gebraucht. Oh. Schieß doch! Meine Güte, erwartet der, dass der irgendwie in Zug kommt oder was? Oh oh. Glück gehabt, dass er den Ball nicht gespielt hat, da war nämlich alles frei. Ach ja, natürlich! Ich habe den Ball und plötzlich habe ich ihn nicht mehr. Und draußen ist richtiges Unwetter, das heißt, ich muss mich echt beeilen. Geht gerade ein schön krasser Sturm. So schnell ändert sich das Wetter. Ah Mann, ich kann mich gar nicht drauf konzentrieren. Fuck you. Komm schon, eine Halbzeit noch volle Konzentration. Ich kann aber jetzt nicht einfach die Aufnahme abbrechen. Das ist ganz schlecht. Boah. Ach komm, mach hin. Immer diese 1000 Wiederholungen. Robben haben wir heute auch noch nicht gesehen. Oh oh. Jetzt aber, der ist gut. Ah, der Torwart macht mit. Schade, der Ball war aber gut. Danke. Komm, Beeilung, keine Wechsel, nein, weiter geht's. Ah. Kein Foul, es war kein Foul! Mann, verarsch mich doch nicht! Leck mich fett, ey, das war kein Foul! Das wäre eins gewesen. Naja, oh geht natürlich ausgerechnet der zum Ball, der am weitesten weg ist. Komm, zieh. Ah, fehlt wieder ein einziger Schritt, ne? Ah, dann gib mir doch den anderen. Schneller, Mann. Es dauert 7 Jahre, bis man den anderen Spieler kriegt und der setzt sich durch. Natürlich setzt der sich durch. Super Grätsche von Chinesen. De Jong, komm Robben, du bist schneller. Mann. Ecke. Immerhin. Gut nachgesetzt von Robben. Wehe hier Argentinien wechselt dreimal, ne? Ah, das gibt's nicht. Oh, was macht die Güsmann denn da? Gibt auch noch Vorteil, wer der Kopfball gemacht hat in die falsche Richtung oder was? Das ist neuerdings auch ein Foul. Darf man nicht mehr oder was? Es darf hier keine Verlängerung geben und wenn es Verlängerung gibt, muss ich trotzdem aufhören. Das tut mir leid, liebe Leute. Aber die Zeit habe ich einfach nicht. Der ist doch super. Jetzt ist er doch super. Und schieß. Ja. Immerhin. Schuss. Ja. Nochmal. Oh. Ja.
Oh. Ja. Oh. Mann. Robben, mal flach reinhauen. Also. Ja. 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 Mann. Geht doch. Bam. Warum nicht gleich? So. Mann. Emotionen pur, Emotionen am Siedepunkt. Oh. Ah, jetzt wechseln die Krüppel. Mann, das ist meine Rache, wer ihr Belgien rausgeworfen habt, ihr Stricher. Und das nicht wirklich verdient, ihr Antifußballer. Wer solche talentierten Kicker wie ihr das in euren Reihen habt, ja? Und wer dann so spielt, das ist einfach nur eine Schande. Scheiß Ergebnisfußball. Ja, ich weiß, den muss es auch geben, sonst würde man keine Titel gewinnen, aber ist halt so, ne? Schön gespielt, das ist Fußball, wie man den sich wünscht, der führt nämlich auch zum Erfolg. Seht ihr, zum Erfolg des Ballverlustes, um genau zu sein. Wow, das stürmt hier richtig. Halt die Esse fest. Ach, dann schieß doch eher, du brauchst 100 Jahre, um irgendeine Aktion zu machen. Alter, das stürmt richtig heftig. Das höre ich sogar mit Kopfhörern, das ist das Geilste. Wo wirst du hin? Bist du denn bescheuert? Alter, du Schwein, dass die den Ball so scheiße spielen. Ich drücke extra, dass der den nach dort vorne werfen soll. Und jetzt liegt er den hier auch noch dreimal den Ball vor. Also FIFA möchte definitiv den Ausgleich für Argentinien. Und wir ermöglichen den auch noch fast. Leck mich fett. Komm schneller. Schneller. Ball nach vorne. Hopp, 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 hopp. Dauert auch noch so lange, bis hier Ende ist. Es ist zum Heulen. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade professionell, wenn man die Part so beendet, aber ich kann für das Wetter auch nichts. Ich hätte mir gern mal die Zeit genommen, wo ich jetzt endlich mal freie Wohnung habe. Aber das soll halt nicht sein. Ah, faul an Robben! Faul an Robben! Mann, da war schon 10 Minuten vorher, dass der am Trikot zieht. Und der ist halt wirklich erst, als offensichtlich wurde. De Jong? Alter, De Jong, du willst mich auch komplett verscheißern, ne? Oh, oh. Die sind allesamt langsamer als Messi, aber die nächsten, ja, das muss der machen. War noch nicht mal ein Foul. Alter, das war doch ein deutliches Foul an Messi. Das sieht sogar meine Oma. Normal sieht Kilis dafür mindestens gelb, eher rot. Aber gut, ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Haben die Argentinier so verdient. Super Aktion! Oh, dann kommt er wieder nicht durch. Im letzten Moment, Mann. Es sieht erst so aus, als würde er den Ball nicht kriegen. De Jong, du weißt schon, dass die in Orange deine Mitspieler sind. Ne? Du trägst auch ein orangenes Trikot, De Jong. Super. 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 Komm, Robben. Ah, kriegt ihn wieder nicht. Warum driftet der auf nach so, sogar nach so uns? Bam! Was? 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 Alter, das gibt's doch nicht. Oh oh. Super Ferry Grietsche? Oh nein! Weg damit, Jawolski! Ja, da ist er frei! Oh nein! Kommt er nicht an den Ball? Komm! Unser! Oh. Ich weiß, ich stürme in meinem Vollsprint auf die Spieler und bin selber schuld.
dass mein Abwehrverhalten so schlicht ist. So, entschuldigt die Unterbrechung, aber wie gesagt, jetzt ist meine sturmfreie Zeit bzw. hausfreie Zeit vorbei, aber sie sind ja eh fast am Ende. Leider ist er durch meinen Angriff hier total für den Arsch, aber das macht mir nichts mit Schneider. Yes, yes, yes. Bam. In your face, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Ihr kleine Sprecher. No, no, no. Ich bleib ohne Gegentor. Bam. Nochmal super Konter. Schade, ein Tick zu weit. Ende. Ja, jetzt nur schneller abmoderieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part, den Spiel um Platz 3. Bis dahin, ciao, ciao.